Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Monat. Heute ist der 1. Februar 2021 und wir sprechen mit der LSX über das Marktgeschehen und spannende Einzelstories. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und in Düsseldorf haben wir heute als Gesprächspartner den Georg. Guten Morgen, Georg. Morgen, Andreas, hallo. Der DAX hat ja am Freitag keine richtige Richtung gefunden, hat tief im Minus geschlossen, 233 Punkte am Ende, damit aber keine neuen Wochentiefs eingezogen. Das könnte für heute ein wenig für Entspannung sorgen, oder? Ja, der Markt ist jetzt heute auch schon wieder zum Tief oder zum Schluss von Freitag wieder ein bisschen fester. Wir stehen bei 13.538 Punkten und letzte Woche hat zum Schluss der Woche gab es ein bisschen Verunsicherung, auch im Zuge der Verwerfungen am Kapitalmarkt oder in Aktien wie halt GameStop. Da kamen dann über die Woche die ersten Meldungen, dass eben wir vielleicht auch wieder in so einer Bubble-Territory sind, dass der Markt zu sehr in eine Richtung geht, viele Aktien keinen Bezug mehr zu der fundamentalen Lage am Kapitalmarkt haben und die Beweggründe für die Aktienbewegung halt eben andere sind. Das hat ein bisschen für Sorge, für Sorge gesorgt sozusagen und zu Verkäufen geführt. Das hat den Markt halt eben schwächer gemacht und er hat sich dann eben zum Schluss der Woche ein bisschen gefangen vom Tief. Wir werden sehen, wie sich das weiter bewegt. Eine kleine Korrektur wäre gegebenenfalls sogar gesund. Ob das jetzt wirklich wieder eine Abwärtsbewegung wird, eine lange oder eine längere, sage ich mal, ist abzuwarten. Du hast es gerade angesprochen, GameStop und die anderen Aktien, das hatten wir als Shortseller Spezial übrigens hier am Freitagabend bzw. Samstag publiziert auf den verschiedensten Kanälen. Also wenn Sie das noch einmal nachvollziehen möchten, dann schauen Sie sich gerne das Wochenendvideo an. Auch die anderen Medien waren hier aktiv. So hat das Wall Street Journal hier Keith Gill interviewt. Das ist einer derjenigen, der in dem Reddit-Forum von Wall Street Bets letzten Endes hier auch mit über Aktien gesprochen hat. Und das Leaken heißt, dass hier sein Notizblock mit aufgezeichnet wurde, ganz kurioserweise. Und auch den haben wir hier mal eingeführt. Und das bringt uns zur ersten Aktie, über die wir sprechen möchten, die darauf auch verzeichnet war, die Tat Wellness and Na, wie hieße? Lifestyle. Lifestyle und Wellness, genau. Ja, die Tat Lifestyle ist, es ist ein relativ kleines Unternehmen, glaube ich, und die machen also alternative Tabakprodukte. Da gab es jetzt tatsächlich übers Wochenende zum einen die Meldung, dass die Händler, die das neue Produkt von denen im Handel aufgenommen haben, 60%, die das Produkt 3 Wochen im Store haben, haben jetzt sozusagen nachbestellt. Das heißt, anscheinend läuft das Produkt ganz gut, kommt bei den Kunden gut an. Das war schon mal ein Push. Die Aktie ist halt eben am Samstag schon auch hier im Wochenendhandel 30-40% gelaufen. Die hat am Freitag mit 1,75, 1,80 irgendwo geschlossen und war dann am Samstag schon bei über 2 Euro, bei ungefähr 2,40 Euro. Und dann kam jetzt natürlich übers Wochenende nochmal die zusätzliche Nachricht, dass es eben auf Reddit gepusht wird. Gegebenenfalls im Zuge mit diesem Artikel vom Wall Street Journal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sorgt das natürlich für nochmal zusätzlichen Aufwärtstrieb sozusagen. Die Aktie ist dann über 3 geschossen gestern im außerbörslichen Handel und auch heute vorbörslich steht die Aktie jetzt aktuell bei 3,19 Euro in der Mitte. War im Hoch tatsächlich heute auch schon bei über 4 Euro, 4,50 Euro im Hoch gab es Umsätze. Es bleibt spannend, ob das jetzt oder wie inwieweit diese Bewegung sich da jetzt fortsetzt, wohin die Aktie geht. Das ist natürlich auch ein kleiner Wert und dadurch ist halt eben alles möglich. Wir werden sehen. Ich glaube, da werden noch einige andere Werte sozusagen angezockt werden oder auf Reddit gepusht werden, was eben für Kursverwerfungen sorgen wird und wo eben dann Leute mit auf den Zug aufspringen, um mit dabei zu sein.
Mit auf den Zug aufspringen ist natürlich auch gefragt beim Thema Impfen. Hier gibt es ja mehrere Impfhersteller, die letzten Endes die Stoffe liefern, wo es auch schon Engpässe gab. Und da gibt es auch eine neue Meldung, und zwar von AstraZeneca vom Wochenende. Ja, genau, AstraZeneca, der Impfstoff von denen wurde jetzt tatsächlich doch zugelassen. Da gab es ja Gerüchte, dass es eine sehr geringe Wirkung gibt bei über 65-Jährigen. Der Impfstoff wurde jetzt ganz normal zugelassen, ohne Altersbeschränkungen. Das sorgt natürlich jetzt erstmal für Erleichterung. Die Aktie macht heute vorbörslich erstmal 2%. Ja, das ist natürlich auch eine gute Meldung hier insgesamt für die ja, für die Impflage, sage ich jetzt mal, weil eben dann doch ein Impfstoff zusätzlich noch auf den Markt kommt, der diesen Impfrückstand hoffentlich bald hilft aufzulösen, sage ich mal, oder nach vorn zu treiben. Was auch nach vorne getrieben wird, das ist natürlich der Rohstoffmarkt, insbesondere wenn sich die Wirtschaft erholt. Wir hatten in der letzten Woche Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland und aus den USA, die durchaus ansehnlich waren. Also wenn man natürlich die Prognosen gegenüberlegt, auf den absoluten Zahlen waren sie nicht so gut. Aber das bringt uns zu der Frage, ob vielleicht Silber hier wieder in den Fokus der Investoren treten kann. Ja, genau, du hast es schon genannt. Silber, letzte Woche wurde Silber schon fester gepreist, zum Ende der Woche, Donnerstag und insbesondere Freitag. Das hat dann natürlich auch für Volatilität in den Silberwerten gesorgt. Jetzt heute ist Silber auch nochmal zu letzter Woche, ich glaube, circa 2 Dollar fester. Tatsächlich gab es auch wiederum eine Reddit-Meldung dazu, dass da sozusagen jetzt die Reddit-Gamer, sage ich mal, oder Reddit-Investoren sich da auf den Silbermarkt stürzen. Naja, du hast den einen Grund schon genannt. Es ist halt irgendwie so ein Industriemetall, was aber auch von einer positiven Entwicklung in der Wirtschaft und einer reinflationären Entwicklung in der Wirtschaft sehr stark profitiert. Das hat man auch schon nach der Krise 2008 gesehen. Da ist der Silberpreis dann irgendwann bis 2012, 2013, kann ich ja gar nicht so sagen, aber bis auf 45 Dollar ungefähr hochgelaufen. Zusätzlich ist natürlich dann für so ein Anzocken eben vorteilhaft, dass im Vergleich zu anderen Metallmärkten, sage ich jetzt mal, Silber eine relativ kleine Marktkapitalisierung hat und also ein relativ kleiner Markt ist. Also im Goldmarkt wirst du da, der ist, sage ich mal, 10-mal größer wie der Silbermarkt. Da kann man halt weniger mit, sage ich mal, so einer Meldung auf Reddit für Kursverwerfungen sorgen. Da ist der Silbermarkt auf jeden Fall ein passenderer Markt dafür. Und inwieweit das jetzt alles fundamental auch wiederum ja, gerechtfertigt ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. In jedem Fall helfen da wahrscheinlich beide Sachen. Zum einen, wie du schon gesagt hast, dass das vielleicht ja, auf die wirtschaftliche Entwicklung zurückzuführen ist. Auf der anderen Seite eben auch nochmal diese Meldung, dass es auf Reddit gepusht wird, tut auf jeden Fall auch seines dazu. Deine Frage kann ich natürlich beantworten. 48,70 Dollar war der Höchststand im Jahr 2011. Perfekt. Ja, und vielleicht sind ja auch gerade diese Rohstoffideen für Sie eine interessante Handelsstrategie. Dazu hatten wir Freitagabend hier von der LS Exchange zusammen mit dem André Stacke ein Webinar. Und diese Aufzeichnung finden Sie dann auch im Wochenverlauf hier auf unserem YouTube-Kanal und unter anderem auch als Link auf Twitter, Facebook und vielleicht auch als Hörvariante auf Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Georg, und dir eine erfolgreiche Handelswoche. Auch dir danke, Andreas. Bis dann. Und wir sehen uns gerne morgen früh wieder hier bei der LS Exchange. Bleiben Sie bis dahin gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.